So, und damit begrüße ich euch zurück zum NGL Biathlon mit dem Wamsi Michel. Jetzt allerdings erst nochmal ohne Fans, weil ich nicht genau weiß, ob ich den Speicherstand dann auch behalten kann, wenn ich die neue Version installiere. Ich gehe nämlich irgendwie davon aus, dass die Speicherstände dann weg sind und das möchte ich jetzt erstmal nicht haben, dass die ganze Arbeit, die wir uns mit dem Abo-Team dann auch gemacht haben, da erstmal weg ist. Also das müsst ihr nochmal kontrollieren. Das könnt ihr mir aber auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Diese Folge, jetzt ist es 20 Uhr. Ich werde das nochmal im Community-Bereich dann auf YouTube auch geschrieben haben, dass er erst um 20 Uhr heute so ein bisschen außerplanmäßig kommt. So, ich würde aber sagen, wir machen gar nicht lange rum. Wir schauen mal ganz kurz, wie es denn im Total Score so aussieht. Wir sind dort auf dem zweiten Platz hinter Nikita Lobastov. Sind also auf einem ganz guten Weg, den nächsten Aufstieg zu schaffen. Wir spielen das auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Ich habe natürlich wieder ganz fleißig überhaupt nicht geübt. Die Temperaturen sind mittel und fog. Das bedeutet, nach Bennys Schule müsste das die Hamilton Evolution Numero Uno sein. Das wären diese hier, 0 bis 12. Probieren wir einfach mal. Wenn nicht, dann ist Benny halt schuld. Und dann loaden wir mal. Bin völlig bereit zum Spielen. Im Hintergrund lade ich jetzt gerade noch das Spiel runter. Vielleicht mache ich mal die eine Folge und dann probiere ich das mal aus mit dem Zuschauer. Natürlich möchte ich es auch mit Zuschauern haben, aber ich möchte mir auch nicht nochmal die ganze Arbeit machen, das alles neu eingeben zu müssen. So, wir starten hier mal rein und ich muss erstmal ein bisschen leiser machen. So, wir können hier natürlich direkt richtig durchsprinten, weil es natürlich auch der Sprint ist. Da können wir unseren relativ passablen Läufer auch mal direkt hier hochpeitschen. So, unten auch gleich mal ein paar Fehler geschossen, so lobe ich mir das. So, Steuerung muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Aber das kriegen wir schon hin. Da waren sie Michel momentan, wie gesagt, Zweiter im Weltcup. Mit den Faster Evolution. Sehen auf jeden Fall schön aus, die Skier. Da steht immer auch schön Faster vorne drauf. Da weiß man auch, dass man schnell laufen soll. Nicht ganz unwichtig. So, nochmal ein bisschen Schwung hier in die Abfahrt mit reinnehmen. Bei minus 1 Grad, naja. Dann können wir hier direkt wieder aus dem Sattel gehen. Gerade Bike Aid auch aufgenommen, die Folge, die jetzt um 18 Uhr kam. Wer die noch nicht gesehen hat, die kann ich nur empfehlen. Die war schon enorm geil. Die hat echt Laune gemacht. Hätten wir diese Ergebnisse gestern nur mal im Stream gehabt. So, und dann geht's runter. Da ist die Spinne von Oberhof. Sieht irgendwie ein bisschen creepy aus. Wild Wild West. So, weiter. Wir können weiter sprinten. Wir müssen hier gar nicht lange warten. Wie gesagt, ich habe 0 geübt. 0,0 seit der letzten Einfolge, die ich mal irgendwo zwischendrin gemacht habe. Also nicht wundern, wenn da jetzt Fehler ohne Ende geschossen werden. Ich krabbel mir mal selber an den Hintern. Soweit ist es schon gekommen. Ja, leider ein Fehler. Im Sprint nicht unbedingt so gut. Eine Strafrunde generell nicht gut. Im Sprint vielleicht sogar noch verkraftbar. Mal schauen. Da verlieren wir jetzt natürlich dort trotzdem ein paar Sekunden. Die anderen schießen allerdings auch Fehler. Schauen wir mal, 6 Sekunden unser Rückstand, der siebte Platz ist noch zu verkraften. Da müssen wir danach dann auf jeden Fall die Null schießen. Muss mich erstmal ein bisschen warm spielen natürlich auch. Pro Cycling Manager ist jetzt nicht die perfekte Vorbereitung auf Biathlon. So, mal wieder ein kleiner Ruckler drin gewesen. So, es wird immer kälter. Na, minus 2, jetzt ist es wieder minus 1 Grad. So, vorne haben wir den Amerikaner. Nordgren. Nee, das ist nicht Nordgren. So, Finnisch, auch nicht schlecht. Da wollten wir nicht hin. Kalenko ist da stark mit dabei vorne. So, da sind wir nach wie vor auf dem siebten Platz. 5,5 Sekunden, also diese eine Strafrunde hat uns ungefähr auch genau diese Zeit gekostet. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen durch, weil ich heute Morgen natürlich trotzdem wieder Football Manager gespielt habe. Saisonvorbereitung für die zweite Saison muss ja gemacht werden. Gut, dass wir im Let's Play nicht immer die Hinrunde fertig haben. So, na, den Amerikaner da vorne kriegen wir nicht. Wir sehen allerdings da vorne auch Nikita Lobastov, der einem ja ziemlich auf den Sack geht. So, die laufen schon ins Ziel. Tschüss, Leute. Ich darf noch einmal schießen. Dankenswerterweise. So, die DKB Arena in Oberhof. Und dann kommen wir zum Stehenschießen der Wamsi Michel. Zitter, zitter, Alter.
Ruckel. Wow, nein. Jetzt, ich hasse das, wenn ich im Hintergrund irgendwas laufen habe. Dann ruckelt das sich immer zu Tode. Puh, da haben wir langsam geschossen. Sehr, sehr langsam. Und ich weiß, dass dann den Ruckler manchmal dann nicht in der Aufnahme sieht. Aber das war gerade sehr ungünstig. 9,6 Sekunden, obwohl wir die 0 geschossen haben, verlieren wir da jetzt sogar ein bisschen Zeit. Aber das war natürlich auch eine Schießzeit, die kam direkt aus der Hölle. So, Nordkrähen unten mit einem Fehler. Wir müssen kurz rausnehmen. Können dann wieder reinballern. Und dann geht es jetzt hier in die Abfahrt rein, da vorne der nächste Anstieg. Das wird jetzt keine Spitzenplatzierung für den Wamsi Michel, das ist schon mal klar. Da verlieren wir sogar läuferisch nochmal ein bisschen was. So, dann wieder rein in die Loipe. In den Hügel. So, Großegger hat richtig Bock da unten. Einfach mal 4 Fehler geschossen. Das war jetzt mehr als suboptimal für den Österreicher. So, also ein Fehler geschossen. Allerdings beim zweiten Schießen durch den Ruckler natürlich auch eine super langsame Schießzeit gehabt. Aber die Radsportmanager-Folge muss ja auch irgendwann kommen. Deswegen habe ich da jetzt nicht genügend Zeit, um das irgendwie voneinander zu trennen. So, wir kommen auf die letzten Meter. Geht's nochmal in die Abfahrt rein. Kürzen hier mal innen ab. Und rutschen Richtung Ziel. Da vorne warten auch schon alle. Das wird bestimmt, wie gesagt, keine besonders gute Zeit. Aber was soll's. Wir sind dann im Ziel. Immerhin Siebter, 11,8 Sekunden. Da werden sicherlich noch ein paar kommen. Mal schauen, ob wir die Top 10 irgendwie noch knacken können. Wäre natürlich ganz nice, da sind wir schon auf den 8. zurückgefallen. Also das ist deutlich mehr als diese eine Strafrunde, die wir dann eben doch Rückstand haben. So, mal schauen, da kommt der nächste. Wir sind nach wie vor auf dem 8. Platz. Nikita Lobastov auch nur auf der 12 jetzt gerade. Also da kommt jetzt von hinten gar nicht mehr so viel. Und dann sind wir sogar 8. im Finale. Also da ist gar nicht mehr so viel passiert. Hinten raus wahrscheinlich die Bedingungen einfach schlechter geworden für die, die hinten rauskamen. So realistisch ist das Spiel. Also wie gesagt, mit Publikum dann demnächst. Wahrscheinlich dann in der nächsten Aufnahmesession. Da müsste ich wie gesagt vorher nochmal schauen, nicht, dass ich den Spielstand kille. Shooting Time wollen wir nicht drüber reden. Allerdings war auch die Ski-Time nicht ganz so stark. Da haben wir uns dann nicht wirklich einen Vorsprung rauslaufen können. Insgesamt der 8. Platz. Damit können wir ganz gut leben hier zum Start. Wie gesagt, ein bisschen zum Warmspielen natürlich. Michael Greiß, warum er hier wieder mit drin ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat er seine Karriere anscheinend dann doch nicht beendet. So, jetzt geht's nach Oberhof ins Einzelrennen. Temperaturen sind mittel und es schneit. Also können wir dort die Faster Ultra Speed Numero Uno nehmen. Warum sage ich eigentlich immer Numero Uno? Wahrscheinlich einfach so ein Rentnersatz. So, das machen wir. So, ein kurzer Cut, weil es mal wieder an der Tür geklingelt hat. Momentan kommen immer viele Pakete, aber hatten wir ja gestern im Stream auch lustigerweise mal. Da hat meine Vermieterin geklingelt, auch wenn das jetzt nicht ganz so schön war damals. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden, was da passiert ist. So, dann gehen wir mal in die Abfahrt rein. Wir versuchen natürlich langsam zu schießen, sicher zu schießen. Das wird bestimmt gut gelingen mit der Übung, die ich jetzt gerade wieder in diesem Spiel habe. Minus 8 Grad. Doch etwas kälter als gedacht. Wahrscheinlich die Faster Ultra Speed 1 dann auch die richtige Wahl sein. Sind unten schießen da schon einige schöne Fahrkarten. Windisch mit 2 Fehlern. Porschneff mit einem, Ponziluoma auch mit einem Fehler. Dann können wir hier mal wieder in die Stefan Hocke gehen und rollen ein wenig aus. So, der nächste Anstieg steht an. Seppele ist jetzt am Schießstand. Semenov, Streltsov, Worobej mit einem Fehler. Und da hinten wieder die wunderbare Fototapete. Das ist einfach echt ein Träumchen. So, also ab nach Oberhof. Nordic Games Lab, DKB Arena. Und dann sind wir hier im Trikot des Besten, des Disziplinbesten, im roten Trikot unterwegs. Das war auch ganz, ganz toll formuliert. Wir legen uns hin. Komm, leg dich flach, du Luder. Ich möchte dir ja den Popo bekrabbeln. Ich greife mir auch selber immer gerne an den Hintern, habe ich ja schon gesagt. Boah, das war knapp. So, ganz ruhig geschossen, ganz ruhig geschossen. Kein Problem für den Wamsi Michel. Eigentlich schon. Eigentlich ist alles ein Problem für den Wamsi Michel.
Mal schauen, läuferisch war das, glaube ich, ganz gut. Die Shooting Time war jetzt auch nicht so schlecht. 1,5 Sekunden Vorsprung nach dem ersten Schießen. Da sind wir erstmal auf einem ganz guten Weg. Unten werden auch reichlich Fehler geschossen. Das freut uns natürlich. Wenn es schneit, ruckelt es allerdings auch gerne mal. Habe ich ein bisschen Angst vor. So, rein in die Abfahrt. Dann geht es direkt wieder bergauf. Da haben wir schon wieder schöne Ruckler drin gehabt in diesem Spiel. Bin jetzt ein bisschen raus. Richtig. Da war nur kurz unten an der Tür. Aber die Paketbotin, die kennt man hier halt schon. Dann plauscht man auch noch mal ein bisschen. Die denkt sich auch langsam, Alter, könnt ihr mal aufhören, dauernd irgendwas zu bestellen. Aber was will man machen, wenn sonst nichts offen hat? Und man muss sich ja irgendwie auch beschäftigen. Wir stellen uns einfach leere Kartons, die wir dann aufmachen. Aber Hauptsache, die Leute denken, wir könnten uns was bestellen. Es ist wichtig, dass die Nachbarn es mitkriegen, sonst denken die noch, wir können uns das nicht leisten. So, ich gehe mal ein bisschen runter vom Tempo. Ich glaube, wir verballern gerade einfach ein bisschen sehr viel Energie. Sind ja jetzt auch 4 Sekunden schneller als die Konkurrenz. Dafür haben wir dann auf der Schlussrunde gar keine Energie mehr. So, zweites Schießen steht an in Oberhof. Seppeler ist ja jetzt auch gerade angekommen. Lobastov mit der 0, Doherty mit der 0. Der Druck steigt. Lobastov vorher auch mit der 0. 6 Sekunden langsamer in der Loipe bislang als wir. Und jetzt machen wir es diesmal im Stehen anscheinend. Puh, der letzte war wackelig, aber trotzdem wieder die Null für den Wamsi-Michel. Im Schnee von Oberhof. So, mal schauen. Nach dem Schießen 4,4 Sekunden vor André Morawetz. Also starke Leistung bislang vom Wamsi. Schön, wenn man sich einfach selber lobt. Sehr schön. Habe ich gut gemacht. Genauso wie wenn ich meine Fahrer bei Team Bike Aid einfach immer lobe. Eigentlich auch ein Eigenlob. Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus. So. Rein in den nächsten Anstieg. Hier lassen wir mal ein bisschen Päuschen. Machen dann hier nochmal einen kleinen Sprint rein. Und dann lassen wir es hier erstmal ein bisschen rollen. So, Porschnepp, Morawetz auch mit einem Fehler jetzt. Sehr, sehr schön. Das könnte für uns ganz gut werden. Nikita Lobastov, bislang der Einzige, der da auch 2x0 geschossen hat. Mal schauen, Lobastov jetzt unten auch angekommen, aber fängt jetzt gleich erst an mit dem Schießen. So, da möchte ich es rot aufflackern sehen. Er braucht sehr, sehr lange mit dem ersten Schuss. 2 Treffer, 3 Treffer, 4 Treffer. Und der letzte sitzt auch. Upsa, da bin ich außerdem gegen die Bande gefahren. Nicht so gut. Hat jetzt ein bisschen Energie gekostet, weil ich unten rechts hingeschaut habe. Also Lobastov wieder mit der 0. Wir sind 6,5 Sekunden. Morawetz mit einem Fehler. Ansonsten, wie gesagt, alle bislang nicht fehlerfrei durchgekommen. Boah, jetzt wackelt es aber extrem. Ach, der war knapp. Boah, sehr gute Serie dann zum Schluss. Eigentlich völlig unnötig im Einzelrennen, aber es hat irgendwie gerade so gut gepasst. So, wieder die 0. Kalenko auch mit der 0. Wir kommen hier durch. 6,3 Sekunden vor Nikita Lobastov. Also das sieht erstmal ganz ordentlich aus. Jetzt könnte natürlich unser Energielevel langsam ein bisschen gering werden. Wir müssen noch 2 Runden laufen. So, mal schauen, wir sparen mal ein bisschen Energie und hoffen, dass Lobastov vielleicht dann noch einen Fehler schießt. Aktuell sieht es wirklich gut aus für den Wamsi Michel. Nordgren mit 2, Morawetz mit 2 Fehlern, auch sehr, sehr gut für uns, nicht für ihn. Aber wie gesagt, läuferisch könnte es jetzt echt eng werden. Da stiefeln wir jetzt die letzten Meter hier so richtig hoch. Aber Lobastov selber auch nicht der beste Läufer. So, rein in die Stefan Hocke. Dann schauen wir, da sind einige mit Fehlern dahinter. André Morawetz da auf der 3 sogar. Noch nach dem dritten Schießen. Aber dann natürlich 2 Fehler beim 4. Schießen. Die haben ihn dann alle Träume gekostet. Lobastov mit dem Fehler. Sehr, sehr gut. Lobastov schießt den Fehler. Bedeutet, wir können es jetzt wirklich ruhig angehen lassen. Alter, was macht er da? Man hebt einfach mal völlig ab.
So, Lobastov mit zwei Fehlern. Ganz, ganz wichtig. So, der Wamsi Michel kommt in die Arena und das könnte ein Sieg werden, wenn wir jetzt die Null schießen. Höchste Konzentration jetzt natürlich. Yes, sehr gut. Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen, denke ich mal. Viermal die Null, haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Mal schauen, Zwischenzeit 58 Sekunden vorne, 18 Leute sind schon durch. Denk mal, wir können es jetzt relativ ruhig angehen lassen. 58 Sekunden verlieren wir jetzt läuferisch hoffentlich nicht mehr. Das wäre jetzt echt eine Blamage. Aber das ist doch super, da haben wir endlich mal wieder ein gutes Rennen hier mit drin gehabt. Darauf kann man richtig gut aufbauen. Deswegen höre ich jetzt auch direkt wieder auf, aufzunehmen. Warum sollte ich auch in einen guten Rhythmus kommen? Ne, ich muss jetzt gleich anfangen zu kochen, weil meine Freundin nach Hause kommt. Und da muss natürlich Essen auf dem Tisch sein, sonst kriege ich wieder eine aufs Maul. Wir sind sehr emanzipiert, was das angeht. Ganz modern unterwegs. Da hinten der Vulkan, der ausbricht. Da müssen wir noch den Ring reinwerfen gleich. So, rein in die Stefan Hocke. Und gleich geht's wieder raus aus der Stefan Hocke. Da machen wir da den Sprint des Todes. Und ja, Ende. So, jetzt wird wieder normal gestiefelt und jetzt können wir wieder hoch. Jetzt wird wieder normal gestiefelt und wir können wieder hoch. So, wir haben gleich keine Energie mehr. Nicht so gut. Die Fototapete freut sich im Hintergrund. Ein bisschen wie die Sonne bei den Teletubbies. So, los geht's. Und jetzt können wir eigentlich die ganze Zeit hier den hier machen. Ist auch völlig egal. Wir gewinnen dieses Rennen mit der Vierfach-Null. Entschuldigung, jetzt habe ich da mitgedrückt. Also, Sergei Semenov 53 Sekunden, Kalenko 55 Sekunden, die dann natürlich schneller geschossen haben, in der Loipe vielleicht auch nochmal schneller fahren. Timofey Lapshin nur mit drei Fehlern. Muss man auch mal loben. Tim Lobing an. So, wir hauen die Vierfache rein und schauen, Live Nordgren kommt da hinten noch auf den vorletzten Platz und dann warten wir auf den letzten Läufer des Tages. Mal schauen, Dominik Windisch hat keinen guten Tag erwischt. Alter Schwede, 5, 8 Fehler und Nummer 21 ist völlig verloren gegangen. Hallo? Es ist auch niemand mehr auf der Strecke. Der schwarze Punkt steht irgendwo außerhalb. Nein, komm schon, das ist mein Sieg. Geht es jetzt nicht mehr weiter? Ich warte jetzt hier so lange, bis dieses Rennen fertig ist. Warum kommt dieser schwarze Punkt nicht mehr? Ich hätte Skip to Results. Kann ich immer noch zu den Results skippen? Geht jetzt natürlich nicht mehr. Finish. Kommt schon. Gib mir den Sieg. Wo ist der denn hingelaufen? Was kann ich denn dafür, wenn der falsch abbiegt? So ist jetzt nicht euer Ernst. Wie komme ich denn hier trotzdem Skip to Results? Ich warte jetzt hier, bis alles zugeschneit ist. Bis das Ding wirklich bis zum Hals stehen wir dann alle im Schnee. So ein schöner Vorsprung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Die Folge könnte länger dauern. Wenn ich jetzt zum Main Menu gehe, dann wird das doch bestimmt nicht gewertet, oder? Schauen wir mal. Sehr schön. Dankeschön, liebes Spiel. Also, der Sieg ist mir geklaut worden. Jetzt absoluter Skandal. Wieder Einzelrennen in Oberhof. Der 21. Läufer, der ist irgendwo falsch abgebogen und wollte einfach nicht mehr ins Ziel kommen. Hätte ich mal Skip to Results gedrückt, ist mir auf jeden Fall eine Lehre, dass ich das nächste Mal einfach mache. Nun gut, trotzdem, wir lassen das mal als Rennen gelten, schneiden das mal zusammen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da machen wir in Oberhof mal das Einzelrennen. Mal schauen, ob das gut funktioniert. Ich habe gehört, da kann man ganz gut viermal die Null schießen und wenn man das macht, dann könnte man sogar Rennen gewinnen. Aber ich bin mir unsicher. Also Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem Wamsi Michel und natürlich geht auch das Abonnententeam weiter.